Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Friday the 13th mit allen aus dem Team Pizmeet und Dalukart. Und das ist das erste Video nach der letzten Aufnahmesession. Das ist eine neue Aufnahmesession. Wir haben alle eure Kommentare gelesen. Wir sind jetzt viel klüger. Wir versuchen ein bisschen Spaß mit reinzubringen, ja, in unsere sehr trockenen Gewinner. Ja, wir sind jetzt natürlich immer noch keine Riesenprofis, weil wir spielen das Spiel halt nur zur Aufnahme. Aber ihr habt uns trotzdem viel weitergeholfen mit euren Kommentaren. Vielen lieben Dank dafür. Na, Higgins! Woher kenne ich den denn noch? Oh, das könnte wieder ich sein! Jay oder ich, Jay oder ich, Jay oder ich, Jay oder ich. Okay. 5 Minuten später, überlebe. Wir müssen hier weg. Hör mal auf. Okay, hier ist noch nichts. Was ist da? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ich muss hier wegtun, sonst sehe ich nicht genug. Meine Lampe blendet mega hart. Hallo. Ist jemand zu Hause? Papa kommt mit einer Pizza. Nein! Das sind andere Sounds, oder? Kommt mit einer Pizza. Nein, das hier. Pizza Service. Hallo. Hallo. Nein. Was soll das denn? Das war frech. Das macht man nicht. Hilfe! Hilfe! Hallo Pöppchen! Alter! Der ist doch voll gestört! Wieso kommt der direkt zu mir, der Arsch? Hat noch keiner ein Walkie-Talkie. Das heißt, ich suche jetzt die Telefonzellensicherung. Ich weiß jetzt auch, wie die aussieht. Das wusste ich nämlich vorher nicht so gut. Ich habe nur voll wenig FPS übrigens. Ich habe nur 30 FPS. Was ist hier los? Aber Jason scheint mich auch gerade nicht so wirklich auf dem Schirm zu haben. Umso besser. Oh fuck, hier geht's raus. Das wollen wir nicht. Aber vielleicht gibt's hier noch was zu entdecken. Wie... Wait a second. Erstmal nehme ich das Ding. Hüppchen! Hallo! Pizza. Geh weg! Hier ist niemand! Pizza! Haben Sie Pizza bestellt? Kommen Sie rein! Hallo! Hat er mich gesehen? Bin mir nicht sicher. Scheinbar ja. Stehen bleiben! Peter! Verpiss dich! Peter, komm zu mir! Peter, komm zu mir! Jetzt seid doch mal nicht so mies!
fuck! Das war ein Fehler! Peter, nein! Nein, nicht Peter! Sepp, rette mich! Komm her! Nicht da! Wo denn? Nein! 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 Okay. Oh. Nein! Das wollte ich nicht. Sorry, was machst du denn da? Ich mach gar nichts. Ja, komm mal hinten rein. Da, hier hinten. Ich geh woanders hin, ne? Ja, komm mal her. Ich sehe dich durch die Wand mit deinem Speer, der guckt durch die Wand, du Arsch. Was bist du denn für ein Killer? Das ist aber dumm. Ja, das ist echt dumm. Komm mal auf hier. Komm mal her. Okay, renn ich hinten raus. Ich komm schon, keine Angst. Hallo. Wo bist du denn jetzt? Hast du dich unter das Bett versteckt? Sebastian! Nein! Hallo! Nein! Nein! Alter! Da ist echt der Propeller. Ich könnte versuchen, mit dem Boot abzuhauen. Komm schon. Oder? Braucht es noch was? Das wäre awesome. Wo muss ich mit dem Boot denn dann hin? Erstmal müssen wir es schaffen, das Ding einzubauen. Unsere kleine Tussi hier hat nämlich nicht den besten Reparierwert. Da hinten rennt jemand. So. Ja. Ist ja sonst keiner da. Ich habe kein Radio. Starten wir mal den Motor. Dann stechen wir in den See. Wo fahre ich denn jetzt hin? Was ist denn, wenn ich hier so out of bounds fahre? Geht das überhaupt? Das ist hier eine unsichtbare Wand. Ja, unsichtbar. Wow! Na gut, das ist Boot. Fahr ich jetzt hier mit dem Boot? Ich fahr einfach mal hier lang. Da sind zwei so Pömmels, die sagen. Hab ich da. Ja, Freiheit! Woo! Tschüss! Ich hol mir eben eine Karte. Okay, also gehe ich zum Auto zurück. Ja, du kannst ja auch eine Karte holen, wenn du keine hast. Am Maps stand. Ja, dann haben wir eigentlich alles. Die Batterie und den Schlüssel. Genau, wir könnten theoretisch abhauen. Wir müssen. Das Einzige, was jetzt gleich blöderweise passieren kann, ist, ich weiß nicht, wie gut die Bärenfalle liegt. Es sieht so aus, als wenn sie nicht triggert. Die liegt echt nicht optimal. Wir gucken sofort mal. Tot. Also wir haben echt nicht viel Zeit. Die liegt nicht so vorne am Motor. Die ist nicht ganz so gut. Ja. Ich probier's. Und die Fahrerseite, die Bärenfalle liegt auch nicht so gut. Fängt nicht an, Bram, fängt nicht an. Ich hoffe, ich mache das richtig. Feuer kann rein!
Nein! Mach an, ich schieße ihn ab! Ihr Wichser! Mach an! Nein. Ihr Wichser! Wie lange noch? Okay. It actually worked. Fahr! Bleib stehen! Nein! Fahr! Wohin muss ich? Bist du in der Straße einfach? Rechts rum. Ja, das ist richtig. Weg folgen. Straße lang. Und wir fahren jetzt links. Das ist kürzer. Und jetzt Vollgas. Ich fahr so schnell ich kann. Haben wir. Ciao, Jay. Hey. Alter, das war gut, hallo. Ja, das war. Drei Leute sind weggekommen, holy das shit. Lahme Jason. Wer ist denn noch weggekommen? Christian ist alleine mit dem Boot weggefahren. Ich guck da auf die Map, so sehe ich das Boot da wegfahren. Ich hätte gerne noch jemanden Bescheid gesagt. Ich war halt komplett von der Gruppe alleine. Ich hätte noch gerne irgendwie per Funk gesagt: so, ey Leute, mein Boot ist fertig, aber. Naja, rüberrennen wäre halt ja, richtig dumm gewesen. Ja, Peter und ich haben uns geopfert für die Gruppe. Ja. Hast du eigentlich Jason meinen Kopf zerquetscht, Jay? Alter. Ich glaube, ich habe dich, ich weiß nicht, wie ich dir das Genick gebrochen habe. Sepp hat auf jeden Fall meinen Speer. Ich habe die Lanze Jay, als du die Fallen direkt vor das Auto gelegt hast, ja? Stand ich genau neben dir. Leute, das habt ihr nicht gemerkt. Oder hab ich stand wirklich, also wenn meine Person den Arm ausstrecken könnte, hätte ich dich anfassen können. Ich hab mich einfach nicht bewegt, dachte mir so, okay, komm schon. Und dann dachte ich mir die ganze Zeit, so dumm ist er nicht. Und dann läufst du weiter, läufst du Richtung Sepp, ich sitze da und dachte so, okay, voll krass. Gut. Hast du gecrouched oder gestanden, Bram? Nee, ich hab gecrouched. Also ich kann den Speer Jason nicht weiterempfehlen, sag ich mal. Also dein Rennen ist halt schon nicht unwichtig. Ja, glaube ich. Ja, das habe ich versucht und ich habe auch meiner Meinung nach tatsächlich getroffen. Ich glaube, Peter oder Sepp, einer ist durchs Fenster geklettert, da habe ich getroffen, meiner Meinung nach, hat er aber nicht. Weil er also gerade in der Kletteranimation scheinbar war. Dann war das bei mir, aber mich hast du nicht getroffen. Das ist echt mega lame gewesen. Tja. Hast dich wahrscheinlich darüber aufgeregt, weil er sich wieder ungefähr behandelt hat. Ja, fand ich auch sehr spannend. Ja, das waren wohl die Überlebenden geworden, ne? Diesmal haben wohl die Überlebenden gewonnen. Ja. Zumindest drei. Wir danken vielmals fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut rein. Ciao. Tschüss.